Hey Leute und herzlich willkommen zu einer etwas ja zu einem etwas anderen Video hier auf meinem Kanal, würde ich mal so behaupten. Und zwar ist das ein 20 Minuten Bild von ja, also ich werde mir da mal so ein Thema ausdenken. Bei dieser Folge soll es so ein kleiner Hafen sein und dann werde ich halt in 20 Minuten versuchen, was zu bauen, was möglichst gut aussieht im Planet Coaster. Und ja, ich würde sagen, man kann eigentlich gleich schon mal anfangen. Also wie gesagt, ich wollte so einen Hafen bauen, also so ein kleiner, also nicht so richtig, also Hafen ist auf jeden Fall übertrieben. Also ich will so einen kleinen Steg bauen und so und halt an so einen See dran. Ja, ich würde mal sagen, die Zeit geht ab. Jetzt. So, ich brauche erstmal ein bisschen. Brauche erstmal ein Loch. Sagen wir mal so. Ja. Besser so. Machen wir es mal so ungefähr. Und dann glätten wir das Ganze. Und füllen das so mit Wasser. Ja, das sieht doch schon mal super aus. Wir wollen hier so eine scharfe Kante, sage ich jetzt mal. Machen das. Wir nehmen jetzt so ein Teil, warte, Flachdach. Das machen wir mit Holz. So, zack, zack. Und auf die Seite. Ja, okay, dann passen wir ja gleich das Tower noch ein bisschen an. Was war das denn jetzt für ein Holz? Modern. Modern. Also. Machen wir es mal so. Und so. Super. Hier gibt es auch irgendwo noch ein Schiff. Ist das groß? Ist es zu groß oder sieht es aus? Wir haben hier dieses Schiff Wracks. Hier gab es noch ein Schiff drin. Ne? Ich weiß bloß nicht, wie man das so wieder mal. Piraten. So, das stelle ich schon mal hier hin. Das werden wir später auf jeden Fall brauchen. Das werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Guck mal, das sieht auch cool aus. Das werden wir brauchen. Das bestimmt auch. Ich finde es nicht. Wo ist denn das? Ah, da. Die große Galeere. Galeere. Ach du meine Galeone. Was ist denn hier los? So, stellen wir schon mal hier ab. So, das können wir noch nicht. Okay, gut. Nee, so, das brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Gut. Wie machen wir das? Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Bisschen kleiner. Machen wir so. Ja, so. Was? Nein. Das ist jetzt wieder. Nee, noch nicht ganz. Auf Fundamente. So.
sowas. Uiuiui, ich muss mal ein bisschen mehr auf die Zeit achten, das ist so knapp. Das wird knapp. So, das passt. Das passt. So, wir kümmern uns jetzt mal hier um den Steg. Wenn wir das Wasser hier reinführen, das muss ich sehen, damit ich weiß, wie das Ganze dann aussieht. Gut. So. Dazwischen packen wir dann vielleicht mal sowas. Sieht es gut aus? Ja, ja. Kann man mal so machen. Und das auch noch. Das kommt hier auch mal so hin. So. Das wollen wir einmal hier so drehen. Und das Ganze kommt dann hier nochmal ran, damit wir auch hier ein bisschen Abwechslung haben. Und das halt dann so aussieht. So, kann hier einen Teil parken. Okay, gut, dann würde ich da sagen, machen wir dir noch so ein Ding hin. Nehmen das mal kurz. So. Ja, das passt schon eher. Wollen wir hier noch. Ja, komm, machen wir da mal noch so ein Teil hin. Muss ich echt immer an die ganzen Shortcuts wieder erinnern. Ne, das machen wir. Machen wir mal so hin. Und dann noch mal so einen Steg hier hin. Ja, passt schon. Und so einen noch mal dran. Ist ein bisschen kürzer. So. Das hat doch schon mal was. Dann benutzen wir mal genau hier das hier so als Absperrung quasi. Na komm schon. Was ist mit M? So. Ah, wie wär's, wenn wir das da noch reinpacken würden so? Oder so sieht es eigentlich auch super aus, wenn ich das einfach drauf stelle. Machen wir das so. Oh, ach nee, das ist blöd immer. Egal, machen wir es halt so. Braucht ein bisschen länger allerdings. Nee, das stellen wir so besser daneben. Oh Gott, das kostet mich jetzt Zeit. Aber ich finde, das hat schon was. So, ein bisschen weiter weg. Und das hier ein bisschen symmetrischer aussieht. Symmetrischer. So. Und hier kommt noch eins hin. Perfekt. Schaffen wir da noch zwei hinzustellen? Ich denke schon, ne? Und ja, auf jeden Fall. So, dann nehmen wir hier das noch zum Beispiel mal und sagen. Upsa, nein. So. Äh,
steckt das da nicht mehr richtig drin. Oh, das tat's ja nirgendwo. Och nee, dann hätte ich mir vorher mir angucken können, bevor ich hier alles reinkopiere. Muss ich das alles nochmal schön da reinstopfen. Und das drehen wir auch nochmal schnell. Wir sind jetzt bei 11 Minuten irgendwas. Und das kommt auch nochmal rein. So. Stimmt, das kann ich eigentlich beides auch auswählen, sondern machen wir es einfach mal so und das noch ein ganz kleines Stückchen noch. Na, toll, es hat mir jetzt auch nicht viel Zeit gebracht. So, dann brauche ich dann wir mal hier ein Schiff. Hier kommt mal eins hin, würde ich sagen. Oh, nee, wieso bleibt das jetzt nicht um? Müssen wir es jetzt hier so machen, gut. So jetzt auch. Kommt hier hin. Und dann kommt hier noch mal eins hin. Ja, da schauen wir das mal aus, so ein bisschen schief auch steht. So, perfekt. Komm, hier bräuchten wir eigentlich auch noch so ein Ding. So. Einmal kurz drehen, passt. Nee, ich mach besser von hier, nehmen wir mal das Teil. Nein. So, komm. Mensch, ich mach's doch hier auf Zeit. Merkt man irgendwie nicht, ne? Okay, das. Na, ja, das kann schon ein bisschen. Ja, da fällt noch jemand rein. Nee, okay, gut, dann macht er halt einen Blumenkasten hin. Okay, passt schon. Dann nehme ich mir mal hier. Komm schon. Ja, ich nehme hier so einen Blumenkasten. Kriegt ihr nicht ausgewählt. Deswegen nehme ich mal den Blumenkasten und setze den hier in die Ecke rein. Nehme ich mir mal so ein Burgdach, glaube ich. Ich schaffe damit so den Übergang quasi so, wo hier vielleicht eine Stadt sein könnte. Ah ne, komm, das lasse ich mal. Also ist das hier doch so ein bisschen. Also es ist halt nicht, da ist jetzt nicht so eine Stadt, sondern halt nur so ein kleiner See und so ein kleiner Anleger, wo dann so ein großes Schiff halt ist, ne? So, das möchte ich hier auch noch haben. Das sieht schon ziemlich gut aus. So, das setzen wir hier irgendwo hin und dann machen wir dann noch Sand hin. Hier können wir mal diese, ja, diese tollen Ternpfahle noch hinsetzen. Ja, da macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn. Gut. Aber hier hätten wir aber auch dieses Teil zum für den Eingang nehmen können. Gut, dann machen wir das irgendwie so, glaube ich. Können wir das hier vielleicht mal anmalen. So ungefähr, dass wir das so haben. Und dann setze ich das Ganze hier mal ein bisschen höher, so. Und dann machen wir... machen wir mal. Das ist immer noch zu niedrig. Okay. So passt, ne? Na, ist so. So ist super, so ist super gut. Das passt.
das jetzt auch wieder. Dann setzen wir hier nochmal, ups, den Weg hin. So, hier brauchen wir Sand. Oh ne, das ist zu groß. So, machen wir das. Aber auch ein bisschen hier so Stein wegen halt dieser Cliffkante da. Ist ja zu steinig. So. Ungefähr. Hier vielleicht noch ein bisschen mehr. Hier so ähnlich. So, ja. Okay, das hat schon mal was. Also hier bräuchte ich, glaube ich, noch irgendwas. So, ich habe noch ein paar Minuten. Ich beeile mich trotzdem mal. Ja, okay, die letzten da war ein bisschen sauber platziert. So. Hier so. Genau, dann kann man sich hier irgendwie sowas denken. Warte mal. Piraten. Irgendwas. Eine Piratenkapelle. Ja, das ist zu Unfug. Das soll ja schon so ein bisschen. Ja, okay, das passt jetzt hier dann nicht so gut hin. So, gleich mal gucken, ob wir das noch irgendwie unterbringen können. So ein Seilzug würde halt Sinn machen, ne? Jetzt wäre vielleicht hier so ein Seilzug hin. Und dann machen wir das weg. Ja, okay, es hängt jetzt da ein bisschen über. Oh, guck, das passt doch. Oder? Genau, da haben wir hier einen Seilzug für das Schiff, das dann hier reinfährt. Und was haben wir noch? Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich hier gesucht habe. Ah, hier so ein Ausguck wäre, glaube ich, ziemlich cool. Ah, also quasi so ein bisschen wie so ein Leuchtturm. Das könnte hier so irgendwie hinkommen. So ungefähr. Wo ist es? Da. Ne, war da nicht noch einer, wo noch jemand drauf stand? Nee, ne? Schade. Gut. Machen wir es dann halt so. Nee. Ja, hier, das passt da nicht hin wegen diesem komischen blauen Teil. So, der kann hier ruhig irgendwie Schiffe beobachten oder so. Okay, okay. Glockenturm macht jetzt eher wenig Sinn. Jetzt liegt dessen da jetzt so komisch. Das auch. Kran. Okay, das machen wir jetzt mal hier hin. So, Fracht. Die Fracht ist natürlich hier in der Nähe. Und hier so, das machen wir mal
hier hin, das könnte dann da verladen werden. Und dann macht hier auch dieser Steg ein bisschen mehr Sinn. Okay, das macht nicht so wirklich Sinn. Die Bambusfackeln könnten wir vielleicht noch auf den Steg setzen. Ah, okay, können wir mal so an die Kreuzung quasi setzen. Und hier bräuchte man, glaube ich, noch eine Absperrung. Ja, die ist zu groß. Ansonsten müssten die Leute halt aufpassen, dass sie nicht runterfallen, ne? So, ich kann jetzt zwar nicht noch einen großartigen Zaun. Okay, die Zeit ist gleich vorbei. Bauen. Ja, gut, das war's dann. Zeit ist um. Ja, ich meine, so fürs erste Mal ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? So, 20 Minuten habe ich jetzt hier dran gebaut. Schalten mal hier auf 20 Uhr, weil ich glaube, das sieht vor allem am Abend cool aus. Ja. Ne, das hat doch was. Also wir haben hier diesen Seilzug, also hier könnte ein Schiff so reinfahren. Da kann man auch was aufladen hinten. Haben wir auch ein bisschen Fracht. Also ich, von hier aus könnte man dann so kommen. Also man muss sich halt natürlich denken, hier wäre auch noch irgendwas, was auch immer. Aber das habe ich natürlich jetzt noch nicht gebaut. So, dann könnte man hier so lang. Hier haben wir auch zwei Boote im Hafen gerade liegen, ist auch, der auch ein bisschen so beleuchtet ist. Hier, okay, hier fehlt ein bisschen Beleuchtung und das schwebt, glaube ich, ein bisschen. Nee, doch, das ist alles gut. Das steht auf dem Boden. Haben wir noch einen Kran? Ja. Hier wird aber. Ja, also dann wird hier höchstens umgeladen, aber hier wird nichts, glaube ich, dann für Schiffe dann aufgeladen oder so. Das würde nicht so viel Sinn ergeben. Ja, also hier haben wir den Ausguck. Da hätten wir vielleicht auch noch am Terran was gemacht. Und ja, da ist unser Schiff, das ich dann mal reingesetzt habe. Also ich habe das jetzt auch noch nicht vorher ausprobiert oder so, also weder hier sowas zu bauen, egal auf welcher Zeit oder generell mit 20 Minuten. Das vergessen wir einfach mal, aber ich meine, wenn man das von hier aus so anguckt, dann sieht das gar nicht so aus, als würde da was in der Luft schweben, was es dann am Ende aber tut. Ja. Ich denke, das sieht doch ziemlich gut aus. Ne? Also ich denke, dass ich da auch mal nochmal ein anderes mit einem anderen Thema dann mal was machen werde, weil ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Mensch, ich glaube, ich rede zu viel, ne? Ich glaube, da beende ich einfach mal die Folge jetzt an dem Punkt. Also macht's gut und bye bye.